meinem Fall ist es so, dass ich kein Geld bekommen habe, sondern nur die Kleidung kostenlos. Zur Info. Ich möchte alles transparent gestalten. Okay. Dann schaue ich euch. Dann zeige ich euch mal das erste Oberteil. Also ich habe Tops. Ja, also sommerlich wird es auf jeden Fall. Das ist so ein ganz kurzes Top. Es ist tatsächlich kürzer, als es auf dem Bild aussieht. Das ist ja wie ein BH schon praktisch. Aber ich habe es noch nicht anprobiert. Es ist in XS und ziemlich dichtes Material. So ein Rip-Material. Fine Rip, oder wie heißt das? Ich gedenke, das mit einem BH mit Spitze anzuziehen und hoffe, das verleiht dem Top dann das gewisse Extra. Okay, schauen wir, wie das aussieht. So, hier sehen wir nun das Top und ich habe es mit einem BH angezogen mit Spitze, wie ich schon gesagt habe, und ich finde, das passt ziemlich gut. Also, ja, also mir gefällt es auf jeden Fall, wie das sitzt. Wie man sich damit fühlt, sitzt bequem, schneidet nirgendwo ein. Ich denke, man kann auch einen normalen BH anziehen, dann sieht es auch sportlicher aus. Kommen wir zum nächsten Top. Das ist ein Tube-Top. Tube-Top. In Orange. Ihr seht ja, wie das aussieht. Mir fallen gerade keine Worte ein. Das ist halt so bla 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 zusammen gedingst. Ah, ich sag's euch. Das ist auch in XS. Also, ich weiß nicht, ob ich das auch mit so einem spitzen BH anziehen soll oder mit einem normalen mit Trägern. Auf jeden Fall schauen wir uns das an. Also dieses Top würde ich tatsächlich nicht mit diesem BH anziehen, sondern mit einem normalen, mit normalen Trägern oder sogar ohne Träger. Ich habe jetzt mal eine schwarze Leggings angezogen dazu und ich glaube, also das ist recht feminin, das Top. Die Farbe gefällt mir auch super und ich denke, man kann es auch gut mit einem Rock tragen. Würde vielleicht echt cool aussehen, also mit einem High-Waist-Rock. Oder mit Shorts, High-Waist-Shorts, wird das, glaube ich, auch gut aussehen. Also ich finde es auch schön, wie das sitzt. Gut, ich bin selber gespannt, wie das alles aussehen wird nachher, wenn ich das anprobiere. Aber ich habe nicht nur Tops, sondern auch ein Kleidchen bestellt. Das war übrigens im Sale, glaube ich. Ich glaube, 2 oder 3 Teile waren im Sale und waren voll billig. Aber die haben mir halt gefallen. Okay, das Kleid ist größer und länger, als es auf dem Bild aussieht. Das ist ein recht dünnes Material. Frag mich nicht, wie das heißt. Chiffon vielleicht. Größe XS. Aber das sieht nicht nach XS aus. Und halt voll lang, also gerade so eine Länge, die ich nicht leiden kann. Nicht kurz genug, nicht lang genug.
und das ist mir, also für mich persönlich, ich finde es zu lang. Ich habe jetzt versucht, hier die Länge zu demonstrieren, ist mir aber nicht gelungen, die ich haben möchte, die Länge. Also auf jeden Fall würde ich das, ich habe es jetzt aufgegeben, ich würde das auf jeden Fall kürzer tragen wollen oder eben sehr viel länger. Also ich mag nicht so eine Länge, die zwischendrin ist. Aber sonst ist echt ein cooles Kleid, sehr sommerlich und leicht. Also ich glaube, da würde man sich gut darin fühlen im Sommer. Ja, finde ich auf jeden Fall auch sehr schön, das Kleid. Okay. Das ist, ich glaube, das ist mein Lieblingsteil. Das ist so ein, guck mal die Farbe, oh mein Gott. Das ist so schön und das war auch im Sale. Ich glaube, nur 15 Euro, glaube ich, ja. Ist Oversize, also das ist auch nur eine Größe, eine Einheitsgröße, aber das muss auch schön groß aussehen und der ist cropped und hat drei Knöpfe, also der ist richtig schön warm und den kann man vielleicht auch übers Kleid drüber machen oder so gerade mit High-Waist-Jeans oder Leggings. Also der gefällt mir richtig, richtig gut. Okay. Schauen wir uns den mal an. Okay, das ist nun mein Lieblingsteil, der Pullover. Mann, der ist echt so kuschelig warm und gerade wenn es zum Beispiel im Sommer mal ein bisschen kühler ist draußen oder so, finde ich das echt, echt klasse. Einfach mal so zum drüberwerfen. Ich finde auch die Farbe ganz toll. Und ja, also mir gefällt er wirklich super. Ich würde ihn auch so tragen. Also die zwei Knöpfe unten einfach zumachen. Und einen Knopf oben offen lassen. Und jetzt habe ich den nochmal mit dem Oberteil anprobiert. Weil der irgendwie besser zu sowas passt als zum Kleid. Obwohl ich glaube, mit Kleid kann man das auch gut tragen. Aber ja, so mit Leggings, glaube ich, ist das echt cool. Also den werde ich auf jeden Fall oft tragen, glaube ich. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Die hatten auch noch andere Farben vom Pullover, aber die Farbe fand ich jetzt echt cool. Und sowas habe ich auch noch nicht. Die blaue Farbe. Ja, gefällt mir auf jeden Fall sehr, sehr gut. Ach ja, und meine Socken wollte ich euch auch zeigen. Das ist mein neuer Style. Mit der Leggings. Okay, Freunde, das war's auch schon von meinem Haul. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Und wenn ihr mögt, könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben, welches Teil euch am besten gefallen hat. Oder vielleicht, ob ihr euch auch eins zulegen wollt. Dann laufen wir rum wie Zwillinge.